Tussuel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ihr seht schon, endlich ist der Schnee drinne. Ihr seht es da in den Bäumen und da im Gras und in den Pflanzen und was weiß ich wo. Der Winter ist gekommen und hat nun auch unsere Sims erreicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in Hamburg ist es leider doch recht trocken. Womit ich sagen möchte, es liegt einfach kein Schnee. Es ist einfach zu warm. Und wir haben unsere 10.000 wieder erreicht. Und da habe ich ja erwähnt, machen wir jetzt unsere Weihnachtsdekoration fertig. Und natürlich auch das Esszimmer. Deswegen, ich werde mal hier mit dem Esszimmer anfangen. Oh, da haben wir schon die 11.000. Und da würde ich gerne diesen schönen Weihnachtstisch hier hinstellen. Weil Weihnachten ist. Da. Der so extrem teuer ist, aber den ich trotzdem hinstelle. Ah, ja, ich bin für den roten. Definitiv, auch wenn er weiß ist. Das ist egal. So, dann nehmen wir den. Und dazu kann man ja ganz normale Holzstühle nehmen. Naja. Ja, die hier. Die hier sind schön. So, platzieren wir die alle mal. Ich glaube, so viele Leute haben wir gar nicht, die hier essen, dass wir so einen riesen Tisch brauchen. Aber egal. So, genau, der kommt dahin. Und dann hatte ich auch noch gesagt, oh Gott, ich verkaufe hier mal alles und alles setze ich hier neu hin. Hatte ich auch noch gesagt, dass ich den Weihnachtskamin hier gerne hinstellen wollen würde. Der kostet 788, ist also günstiger als unser voriger. Bedeutet, wir haben Geld sogar wiederbekommen. Haha. Oh, wir machen so ein bisschen was für Weihnachten, ein bisschen mehr. Ich liebe Weihnachten total. Das ist so das, worauf ich mich am meisten freue tatsächlich im Jahr. Es ist nicht der Geburtstag oder sonst was. Ich freue mich immer total über Weihnachten. Also wenn man mir mit irgendwas eine Freude machen möchte, dann ist es immer Weihnachten. Da freue ich mich immer total drüber. Und die Sachen passen dann hin. Esszimmer. bb.moveObjectsOn. Dann können wir unseren Adventskranz da auch wieder draufstellen. Genau. So. Haben wir schon ein bisschen was gemacht für unsere Weihnachtsdeko. So, weiter geht's. Mit dem Esszimmer. Ich muss mal gerade gucken. Ich würde die Tapete gern wechseln und die Lampe. Das sind so zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Als erstes vielleicht eine Lampe, weil wir sonst die Tapete so schlecht sehen, wie die bei Licht aussieht. Genau. So. Der zweite Advent ist überstanden und Weihnachten rückt unaufhörlich näher. Ihr könnt ja mal schreiben, wie feiert ihr Weihnachten eigentlich? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind alle zu Hause und dann kommen abends meine Oma und mein Opa und dann feiern wir alle zusammen. Also dann gibt es Essen und also richtig toll. Es macht mir auch total Spaß immer Weihnachten, wie gesagt. Und ich weiß gar nicht, welche Lampe wir hier hin. Die Lampe finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, die setze ich auch hier hin. So. Genau. Muss ich mal gucken. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Ja, kann ich nicht oft genug sagen. Und werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen, also in den nächsten paar Wochen, bis Weihnachten ist und auch noch einen Tick danach, werdet ihr das wahrscheinlich Ewigkeiten von mir hören. Jedes Mal, Weihnachten ist so toll. Aber es macht ja gar nichts, denn wir sind ja alle keine weihnachtshobophoben Menschen. Wir mögen Weihnachten alle ja. So. Die helle Farbe finde ich eigentlich ganz schön, aber dann ist die Tür zu dunkel. Können wir die Tür umfärben? Ja, können wir. Birke. Das ist ja toll. Und jetzt gucken wir mal nach einer schönen Farbe. Schwierig. Da ist es wieder schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, weil es so viel Auswahl gibt. Und nee, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das hier ist auch sehr schön. Das ist sehr schön, aber das kann man nicht in ein Esszimmer machen. Das ist eher so Kinderzimmertapete. Dann muss es doch wohl eher die sein. Wir können ja nochmal hier gucken. Da gibt es die, glaube ich, auch nochmal. Nein? Okay. Nee, das passt nicht. Das sieht nicht schön aus. Naja, das vielleicht noch, aber. Nee. Obwohl so. Ah, mir gefällt es nicht. Nee. Dann gucken wir nochmal weiter. Ich guck gerade, ich dachte, es gibt noch mehr. Wie heißt denn das? Familien. Oh, wie heißt denn das? Oh, ich komme nicht drauf.
vom Familienaccessoire-Pack meine ich halt. Ich dachte, da gibt es mehr als nur eins. Also eine Tapete. Kann mich aber auch getäuscht haben. Das finde ich jetzt aber komisch. Aber wir müssen ja heute so viel machen. Wir müssen das Esszimmer machen. Wir müssen die gesamte Weihnachtsdeko für das Haus machen. Oh Gott. Ja. Doch, natürlich gibt die hier bei den Fliesen. Doch, jetzt hab ich's. Wie findet ihr die Wand? Die finde ich eigentlich ganz schön. Die finde ich halt echt schön. Oh mein Gott, das ist richtig schön. Ich glaube, das nehmen wir. Das ist richtig schön. So. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. So. Schwierig. Okay. Nein. Das soll ein Raum bleiben. Okay. Also der Raum ist hier noch ein bisschen leer. Da müssen wir noch irgendwas hinstellen. Also. Hier kommt noch so ein Seitenschrank hin, würde ich sagen. Oder soll der da hin? Ne, der kommt hier auf die Seite. Auf die Seite kommt hier ein Seitenschrank. Aber welcher Seitenschrank passt hier gut hin? Es sollte so ein Sideboard sein, so ein schmales. Oh Gott, ich muss es mal einen Tick leiser machen. So. Nee, es soll schon ein Schrank sein. Den haben wir schon. Nee. Der ist nicht so schön. Den mag ich. So, sehr gut. Den müssen wir jetzt aber umfärben. Vielleicht den. Der ist auch schön. Ja, der ist schön. Okay, und da drüber hängen wir einen Adventskranz. Das finde ich sehr gut. Oh je. Ihr seht schon, also ich könnte hier gar nicht genug Weihnachtsdeko reinstellen. Also, wirklich. Halt im Ernst. Ich könnte hier so viel Weihnachtsdeko reinstellen und ihr würdet so denken, oh Gott. Ich versuche mich im Zaum zu halten, aber es ist echt hart. Also ich könnte hier gerade alles an Weihnachtsdeko platzieren. Und den Teppich. Aber in einer anderen Farbe. Irgendwas. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Wir gucken nochmal, ob wir einen anderen Teppich da haben. Der ist zu klein. Den finde ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die Farbe ist da nicht so. Ja. Die Farbe ist nicht so schön. Oh yeah. Okay, der hier noch. Das wäre jetzt so noch eine Idee. Ah, da mag ich die Farben nicht. Die sind mir so zu schwach. Okay, wie sieht's mit dem aus? Den finde ich schön. Den nehmen wir. So. Genau, der ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen neben die Tür noch eine Wandlampe machen, weil es zu dunkel ist. Ja, müssen wir. Müssen wir. Ist ein bisschen zu dunkel. Das ist schade. Aber egal. Die Geschichte der drei Kerzen. Okay, hier noch. Können wir hier irgendwo noch. Ja, hier können wir sogar noch Kerzen hinstellen. Das ist ja schön. Stellen wir da noch Kerzen hin. Wir haben noch gar keine Weihnachtsdeko hier drin. Die Gitarre muss mal ausweichen. Die geht hier oben dann ins Schlafzimmer. Da ist ja sowieso Platz für die Gitarre. So, genau. Müssen wir das Esszimmer weiter einrichten. Oh, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel da. So, was für Wandlampen? Ich glaube, dann nehmen wir die hier. So, machen wir links und rechts eine neben die Tür. Und dann nehmen wir dann dieses Braun, oder? Wir können die auch ein Beige nehmen. Aber ich finde die so in Braun eigentlich schöner. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Noch einen zweiten Kamin hier reinpacken. Das wäre eigentlich würde ich das halt wirklich cool finden, wenn wir hier noch einen Kamin hätten. Aber ich glaube, der passt hier nicht, oder? Na, schwierig. Schwierig. Wir können ihn ja sonst erstmal drin lassen. Und dann können wir eigentlich, dann müssten wir... Ich weiß auch gar nicht, wo ich den Weihnachtsbaum aufstellen soll. Es tut mir leid. Es ist wirklich... Also ich könnte hier direkt zwei Weihnachtsbäume aufstellen, weil hier passt einer wundervoll hin. Und da drüben passt auch einer total toll hin. Und jetzt bin ich gerade total... Oh, wo stellen wir den Weihnachtsbaum hin? So. Wir müssen jetzt aber dann auch mal mit der Weihnachtsdekoration anfangen. Weihnachtsartikel. So. Okay. Also. Ich meinte schon... Die hier? Ich finde... Das finde ich eigentlich total schön. Ja. Ich glaube, so machen wir das. Die Gardinen hängen im Weg. Na toll, egal.
Egal. So, wir machen hier überall mal Weihnachtsdeko hin. Ich weiß gar nicht, wollen wir sie hier einmal komplett rumhängen oder wollen wir sie nur an die Fenster hängen? Was meint ihr? Ich finde die eigentlich überall total schön. Oh, es ist so schön. Okay, wir machen hier was anderes. Hier machen wir Schneeflocken. Und da machen wir auch Schneeflocken. Genau. Ach, das ist so schön. Wir müssen eigentlich außen auch was hinhängen. Seht mal. Wir machen, glaube ich, außen auch immer so schön. So ein Zeugsel, oh Gott. Natürlich kein Zeugsel, aber ihr wisst, was ich meine. Zack. Und zack. Und wo ist Toilettenfenster? Oh, das ist so schön. Ja, wir machen unser Haus ein bisschen weihnachtstauglich irgendwie. Ich finde es ja schade, es gibt keine Lichterketten und so, die man so übers Haus hängen kann. Wir stellen hier einfach mal einen Baum hin, weil es weihnachtlich aussieht. Ich habe keine Ahnung. Und genau. So, dann kommt hier dieser Weihnachtstisch hin. Und da kann man dann so Essen draufstellen noch. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. So, und hier müsst ihr jetzt eigentlich so an den Kamin ein Bild. Naja. Dann hängen wir das Bild halt hier hin. Jo, jo. Also der Kamin passt hier halt echt gut rein. Den können wir ja vielleicht sogar drin lassen. Das könnt ihr mir ja auch mal schreiben, so was ihr. Ja, und hier Geschenke so drauf. Das ist auch gut. Aber die Geschenke gibt es ja erst Heiligabend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie eine Chinara und eine Metaphora funktionieren. Das Hanukkah, eine Kerze an. Vergiss nicht jeden Tag eine neue Kerze. Weiß jemand, wie das funktioniert? Ich könnte mich darüber mal schlau lesen, aber so spontan habe ich jetzt keine Idee. Ich stelle mal hier noch eine Blume hin. So, und der Weihnachtsbaum. Jetzt kommt natürlich das Schönste. Und dafür will ich ehrlich gesagt den Maltisch für Weihnachten rausnehmen. Dann findet der Weihnachtsbaum nämlich hier in der Ecke Platz. Und das können wir auch verkaufen. So, genau. Findet der Weihnachtsbaum nämlich hier in der Ecke Platz. Und ich würde ihn dann halt nur an die Fenster hängen. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So. Ach, herrje, da muss ja eigentlich auch noch Weihnachtsdekoration hin. Oje, also es ist ja quasi eine Mauer. Okay, wir machen es anders. Wir machen es jetzt nämlich mit einem Trick. Ich zeig's euch. Wir hängen jetzt hier Weihnachtsdeko ran. Also an die Wand. Und jetzt nehmen wir nämlich die Mauer wieder weg. Seht ihr? Und dann bleibt das so hängen. Allerdings glaube ich, müssen wir einen Tick höher hängen. Da so. Okay, und jetzt machen wir es weg. Genau. Wer findet, das sieht auch gut aus? Mir gefällt es zu. Ah! Rückseite vergessen. Rückseite vergessen in dem ganzen Stress. Oh, ich bin auch so ein Dödel. Also, ich vergesse das einfach. Okay. So. Und. So. Genau. Und jetzt kann das hier weg. Jetzt haben wir hier so eine doppelseitige. Ja. Ja. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das gefällt mir. So. Weiter geht's. Es muss noch ein Adventskranz irgendwo hängen. Oh je. Hier ist nirgendwo Platz. Wo hänge ich den Adventskranz hin? Oh Gott. Huch, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Der könnte hier eigentlich hin. Da passt er sehr schön hin. So, aber erstmal muss jetzt ja noch die Weihnachtsdeko hier ans Fenster. Da nehmen wir dann wieder diese schönen Hängeldingsel. Was ist falsch mit dir, Tobi? Was ist los heute? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Diese Hängeldingsel. Hier würde ich sie aber ehrlich gesagt gern einmal rumhängen im Raum.
Also dieses Kialandl-Zeugs. Kialandl-Zeugs. Was? Hä? What? What the hell? Kialandl-Zeugs. Okay. Ja, so passt das in etwa. Ich glaube, ich bin einen Tick höher geworden. So. So. Und dann hängen wir das hier einmal komplett rum. Okay. Ach, seht ihr, so geht das. Okay. So. Ne, das muss ich ein bisschen ranziehen. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, und hier hängen wir es dann halt einmal rum. Oh Gott, diese Weihnachtsdekoration ist ja so teuer. Seht ihr das auch? Das Geld, es fließt. Es fließt runter, oh je. Oh, so, einmal hier rum. Oh, aber es ist so schön. Ich mag es. Es ist total schön. Es ist so. Ja, yeah, so. Wir haben's. Und es fehlt nur noch. Es fehlt halt wirklich. Es fehlt der Weihnachtskranz. Ich weiß halt nicht, wo er hin soll. Okay, da müssen wir das Bild hier umhängen. Das Bild kommt vielleicht dann. Das kommt dann hier so über das. Das Dingsel. Und dann kommt hier der Adventskranz hin. Zack. Oh, das ist auch schön. Ah, es ist so schön. Oh, es ist so schön. Und wir können ja hier einen noch über die Tür hängen. Oder wir machen ihn hier an die Fenster. Aber es sieht eigentlich nicht schön aus. Dann machen wir ihn lieber hier über die Tür. Zack. So. Ich guck gerade. Also wir haben grob, haben wir Wohnzimmer und Rest eingerichtet. Gut, in der Küche könnten wir noch so ein, oh Gott, so ein Ding aufstellen. Ich kenne mich damit halt nicht aus. Oh, wir können hier auch noch Schneeflocken hinhängen. Oh, es ist so richtig weihnachtlich bei uns, bei unseren Sims. So, es passt nicht. Das war natürlich zu erwarten. Das ist nicht gut. So, dann machen wir das so. Und nee, das sieht auch nicht schön aus. Dann nehmen wir doch die Schneeflocken. Zack. Zack. So, dann passt das wieder. Haben wir Schneeflocken hier in der Küche hängen. Ah, das ist das schön. Das, ach, die Wand ist ja leer. Da hätten wir den Weihnachtskranz. Können wir auch. Ein Weihnachtsschneemann, okay. Können wir den hier so vorstellen? So, okay. Ich möchte mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, es sind auch ein paar Texturen drin für Feiertage. Dann lasst uns doch mal schnell gucken. Ja, tatsächlich. Dann sind die Wege ein bisschen Schnee, what? Dann stelle ich das mal hier kurz hin. Zack. Ich muss den, glaube ich, kleiner machen. Ja, genau. So, dann sind unsere Wege nämlich ein bisschen schneeig. Und ich glaube, ich habe hier auch ein bisschen Schnee gesehen. Dann können wir jetzt mal hier unser... Können wir hier mal ein bisschen unser Haus anmalen. Naja, anmalen nicht, aber... Hier sind hier so ein bisschen... Ist hier so ein bisschen Schnee. Das stärkt dann so ein bisschen das Winterfeeling. Also es ist ja nur ein bisschen, aber... So. Nicht überall, aber ein bisschen halt hier und da. So. Genau. Dann haben wir so ein bisschen Schnee hier auch draußen. Ihr könnt mir ja mal sagen, dass... Okay, das sieht halt ein bisschen creepy aus. Okay, so. Jetzt muss ich da nochmal hingehen, dann... So. So, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir auch sogar noch ein bisschen Geld für hier vorne. So ein bisschen. Oh Gott.
wir brauchen heute halt ein bisschen länger. Das ist ja in Ordnung. Es ist so kurz vor Weihnachten und man muss halt auch ein bisschen Zeit mit einplanen. Und deswegen nehme ich mir jetzt noch ein bisschen die Zeit. Einfach, weil halt bald Weihnachten ist und da muss man sich halt mal ein bisschen Zeit nehmen. Auch für die Familie und für den Rest. Deswegen ist das in Ordnung. So, oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Oh. Aber es gibt's nicht in schönen Farben. Es gibt so eine hässlichen Farben. Och Mann. So. Okay, eine Lampe. Eine Lampe brauchen wir viel. Wir lassen den Kamin, glaube ich, erstmal drin. Das sieht doch schon richtig schön wohnlich aus. Die Geschenke fehlen natürlich noch. Und ein bisschen Dekokram, aber den kann man auch noch später reinmachen. Wir machen jetzt erstmal hier noch so ein bisschen den Flur, damit wir den auch eingerichtet haben. Wäre ein bisschen blöd, wenn wir jetzt zu Weihnachten Gäste empfangen und es ist alles leer. Was wäre denn das? Das wäre gar kein schönes Weihnachten. Aber wir bekommen bestimmt nochmal vor Weihnachten die 10.000 zusammen, gehe ich mal von aus. Und dann stellen wir nochmal ein bisschen was aus. Hoffe ich. Ich hoffe, wir kommen nochmal auf die 10.000 vor Weihnachten. Wäre blöd, wenn nicht. So. Nee, das ist irgendwie... Irgendwie brauche ich erstmal eine Lampe. Ich sehe nämlich nichts. Also, es ist, also ich sehe schon was, aber es ist so dunkel, dass ich das Gefühl habe, ich sehe nichts. Hallo? kannst du mal die Lampen runterscrollen? Jetzt geht es. So. So, was nehmen wir denn als Flurlampe? Naja, Moment, was mir jetzt mal einfällt. Nee, okay. Flurlampe, schwierig. Es muss eine Deckenlampe sein, ne? Und. Okay, ich habe eine Idee. Okay, zwei, aber. Aber egal. Weil ich glaube, wir nehmen die hier. So. Sag mir bitte, sie. Ja, sie hängt. Okay, sie hängt. Eigentlich ist ja auch die Lampe da, aber die sieht man halt nicht. Da machen wir die halt weg. Dann sparen wir auch ein bisschen Geld. Dann müssen wir uns da noch was anderes überlegen. Genau, dann nehmen wir die Lampe hier und da hinten nehmen wir dann Wandlampen. Nochmal. Pff. Nochmal, dann machen wir die hier halt auf der anderen Seite auch ran. Hey. Ist ja in Ordnung. Ist ja auch schön. So. Genau. Ich wollte hier eigentlich eine Kommoden hinnehmen. Naja, da müssen wir halt was anderes machen. Obwohl, Moment. Ich glaube, hier können wir so eine Eckkommode nehmen. Dann nehmen wir da. Da ist eine Oberfläche. So ein. Oh, wir müssen uns jetzt mal beeilen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eieieiei. So, genau. Dann so. Ja. Wir können auch nochmal gucken, ob ich irgendwas mit einer schwarzen Oberfläche habe. Aber ich würde einfach mal nein sagen. Wir nehmen das hier. Genau. Und jetzt. Stellen wir noch so ein bisschen. Ich bleib doch mal stehen. Deko. Ich such schon wie wild hier. Weil ich halt so selbst sehe, ich habe keine Zeit mehr und ich will es aber noch fertig machen. Nee, ein Bäumchen wollte ich nicht. Ich finde die Deko gerade nicht. Schuhständer, Schuhschrank, wo sind die Schuhständer? Oh je, Moment, es muss ja hier sein. Okay, ganz ruhig. Nimm dir noch 2 Minuten Zeit, Tobias. Tobi, nimm dir Zeit, 2 Minuten. Oh je, dafür wird's dann besonders schön, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Nein. Kein Schuhschrank. Oh je. Yeah. Nee, es passt hier auch nicht hin. Passt das? Nee. Irgendwie passt hier nicht drauf. Schuhschrank. Und die Schuhschränke. Ich sehe die Schuhschränke nicht, verdammt. Okay. Letzter Versuch. Da. Wenn die hier nicht sind, dann müssen wir heute erstmal aufhören. Moment. Nee. Doch, oh, ich habe sie gefunden. Okay, dann stellen wir da mal einen Schuhschrank hin. Und jetzt müssen wir noch Wäsche an den Schrank. An den Schrank hängen, what?
Die Garderobendinger. Die Garderobendinger. So eine Garderobe. Nein, die soll da nicht hin. Schwierig. Es ist noch so leer. Hier muss irgendwie noch was hin. Okay. Also ich will die Luke auf jeden Fall wegmachen. Die stört mich. Es tut mir leid. Diese Luke stört mich einfach. Ich glaube, ich stelle hier noch eine Pflanze hin. So ein Pott. Okay, vielleicht nicht so ein Pott, aber... Boah, so eine Wandpflanze ist voll hübsch. Aber da sollen Jacken hin. Oh. Die ich jetzt gerade nicht finde. Moment, da. Ich glaube, ich habe sie. Golfweltmeister. Nein. Jacke. Lenk dich nicht ab. Lenk dich nicht ab. Oh. Da. Da. Da sind sie. So. Genau. Dann hängen wir sowas nämlich da drüber. So. Ich glaube, unsere Zeit ist jetzt aber wirklich rum. Ja, unsere Zeit ist rum. Es tut mir leid, ich bin nicht komplett fertig geworden. Aber betrachtet vorerst mal unser weihnachtliches Haus. Da müssen wir nächste Folge noch ein bisschen Zeit einplanen fürs Weiterbauen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal nach einer etwas längeren Folge. Es tut mir leid. Aber ich freue mich schon so, mit euch wieder weiterzuspielen. Und sag bis zum nächsten Mal und bis morgen. Und einen wundervollen Start in die Woche. Also, tschüss.